Du bist auf der Suche nach einer Handpuppe bzw. möchtest dir eine Handpuppe vielleicht sogar für deine Einrichtung anschaffen? Dann möchte ich dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Als erstes stellt sich die Frage, für welchen Einsatzzweck soll diese Handpuppe wirklich sein? Möchtest du eine bestimmte Zielgruppe erreichen? Möchtest du das Ganze vor Kindern machen? Möchtest du das vor Erwachsenen machen? Oder vor Jugendlichen sogar? Und dann soll die Puppe vielleicht eine bestimmte Botschaft auch transportieren. Wir haben zum Beispiel bestimmte Charaktere, die auch eine bestimmte Eigenschaft haben, wie zum Beispiel der Wolf ist oft böse oder die Eule ist oft sehr weise. Ne? Damit werden zum Beispiel bestimmte Charaktere schon im Vorhinein definiert. Wenn du natürlich eine menschliche Handpuppe haben willst, dann gibt es natürlich auch, so wie bei den anderen Handpuppen, einiges zu beachten. Bei den menschlichen Handpuppen ist es so, wir haben unterschiedliche Größen. Wir haben die 35er Handpuppen, wir haben die 45er und wir haben die 65 cm großen Handpuppen. All diese Handpuppen sind in der Regel von einem und demselben Hersteller im gleichen Schnittmuster gearbeitet. Da definiert das sich das einfach nur durch die Größe unterschiedlich. Wenn du einen 35er kaufen möchtest, dann solltest du beachten, als Mann in der Regel kannst du diese Handpuppe nicht bespielen. Ich kann das persönlich mit meinen großen Händen nicht. Wenn du natürlich sehr zierliche Männerhände hast, dann geht das natürlich. Aber in der Regel ist es so, dass diese 35er eher für Kinderhände gemacht sind oder wirklich für Frauenhände. Dabei auch nicht alle Frauen in die 35 cm großen Handpuppen reinpassen. Kommen wir damit zu den 45 cm großen Handpuppen. Ich selber kann so gerade eben die 45 cm großen Handpuppen bespielen. Bei den 65 cm großen Handpuppen habe ich persönlich überhaupt keine Probleme. Ich schlüpfe noch nicht mal raus. Während als Mann man oft das Problem haben könnte, dass man vielleicht doch auch es zu eng hat da drinnen. Die Frauen wiederum haben meistens dann wieder das Problem, dass sie aus der Handpuppe rausschlupfen. Allerdings für dich als Frau oder dir der Tipp, zieh dir einfach einen dünnen Handschuh an oder mach dir eine Stulpe über die Hand und dann ist die Gefahr des Rausrutschens schon mal etwas minimiert. Bei den Tierhandpuppen wiederum ist es so, dass natürlich Tiere unterschiedliche Kopfformen haben, beziehungsweise auch hier sich das Klappmaul arg unterscheiden kann. Beispielsweise das Klappmaul einer Schildkröte kann sehr breit sein, während bei einer Schlange oder bei einem anderen Tier der Kopf wiederum beziehungsweise das Klappmaul sehr schmal sein kann. Da musst du natürlich immer ausprobieren, klappt das, komme ich mit meiner Hand da sehr gut rein, kann ich auch wirklich länger mit dieser Handpuppe spielen. Und das ist wirklich ganz wichtig, wenn du jetzt da 20 Minuten sind, eine halbe Stunde oder sogar auch länger, musst du diese krampffrei bewegen können, also das Klappmaul krampffrei bewegen können. Sicher am Anfang ist es immer so, dir wird das Handgelenk am Anfang wirklich wehtun. Das ist alles eine Übungssache, man gewöhnt sich daran, beziehungsweise die Muskeln gewöhnen sich daran. Aber immer natürlich auch beachten, du solltest dich nicht verkrampfen. Bei den Fantasie-Handpuppen ist es auch so, dass es sich unterscheiden kann. In der Regel ist es so, bei den Monstern haben wir Männer keine Probleme, dort reinzukommen. Bei Frauen kann es wiederum sein, dass du dann rausschlupfst mit deiner Hand, dann wieder der Tipp mit dem Handschuh oder mit der Stulpe. Bei den Drachenhandpuppen beispielsweise oder bei anderen Fantasy-Handpuppen kann sich das Klappmaul auch unterscheiden. Da musst du wirklich immer ausprobieren. Ich empfehle dir dann wirklich dann einen Handpuppenhändler vor Ort zu suchen, der auch möglichst viele Handpuppen dort ausgestellt hat. Ist schwierig zu finden, aber mach dich wirklich mal auf die Suche. Fahr vielleicht in die nächstgrößere Stadt und probier das einmal aus. Oder nutz die Spielzeugmessen oder irgendwelche anderen Messen. Wie unterscheiden sich denn überhaupt generell die einzelnen Handpuppenhersteller? Vor allen Dingen preislich ist das ja oft eine ganz schön große Spanne. Ich möchte jetzt hier bewusst keine Firmennamen nennen. Jede Firma hat seine Daseinsberechtigung, jede Firma hat seinen Markt für die Handpuppen. Ich beispielsweise besitze nur ein paar Handpuppen, die in dem unteren Preissegment anzusetzen sind, von unter 40 Euro bzw. unter 30 Euro. Aber mit denen ich wirklich dann trotzdem zufrieden bin. Wie unterscheiden sich denn generell die einzelnen Handpuppenhersteller? Zum einen haben wir das Schnittmuster, was sich unterscheidet. Wir haben dort auch beispielsweise bei den menschlichen Handpuppen das so, dass die eine Firma beispielsweise uns ermöglicht, Grimassen mit der Handpuppe zu schneiden. Bei anderen Handpuppenherstellern ist es wiederum so, dass wir aufgrund der Steifheit des Klappmauls nicht diese Möglichkeit besitzen, derlei Grimassen, sage ich mal, zu schneiden. Dann haben wir das auch oft so, dass sich die einzelnen Schnittmuster
wirklich unterscheiden, dass das eine Gesicht von dem einen Hersteller, das sieht halt so aus und das andere Gesicht sieht so aus. Aber im Prinzip sind sie eigentlich fast alle baugleich, beziehungsweise haben oft auch wirklich alle dieselbe Funktion, bespielbare Hände, bespielbare Zunge, bespielbares Klappmaul natürlich auch. Das ist in der Regel bei diesen menschlichen Handpuppen alles gleich. Die tierischen Handpuppen, es ist so, je naturgetreuer die sind, desto enger ist natürlich auch das Klappmaul. Was die Qualität angeht, kann man das nicht wirklich klar definieren, welcher Handpuppenhersteller ist jetzt wirklich der beste, weil ich selber besitze auch Handpuppen, die ich für einen Preis unter 40 Euro erworben habe und mit denen ich nach wie vor immer noch spiele und die, mit denen ich sehr gerne spiele, auch wenn sie wirklich vom Material her nicht wirklich das Beste sind. Da kommt es immer darauf an, wie sehr möchtest du diese Handpuppen einsetzen, wie oft setzt du die ein, wie lange sollen die wirklich in Gebrauch sein, und da gebe ich dir dann wirklich den Tipp auch mit auf den Weg. Schau dir dann wirklich die Handpuppe wieder an und wege ab, ist dieses Material, im Klappmaul finde ich das immer sehr wichtig, ist dieses Material auch wirklich für mich, fühlt sich das gut an, hat das für mich den Eindruck, als ob es wirklich lange halten würde. Bei den großen namhaften Herstellern ist es so, die verwenden wirklich sehr gute Materialien, die auch wirklich sehr langlebig sind. Nichtsdestotrotz habe ich bei dem zweitgrößten namhaften Hersteller, den wir hier in Deutschland haben, das Problem, dass jetzt mit der Zeit dieser Stoff, der über dem Klappmaul liegt, dass der sich langsam abnutzt. Aber das ist ein normaler Verschleiß und das ist für mich jetzt selber kein Problem. Also hier wirklich der Tipp, ein bisschen mehr ist manchmal auch ein bisschen mehr dann wirklich damit spielen können, dass man mehr auch was von der Puppe über einen längeren Zeitraum hat. Ich habe es gerade schon angesprochen, Materialien, das ist immer ein sehr großer Unterschied, nicht nur in der Qualität des Klappmauls, wie das verarbeitet ist, was immer sehr wichtig ist, aber auch der Stoff, wo quasi die Haut mit berührt wird. Das finde ich auch immer ganz oft wichtig vom Spielgefühl, und da habe ich das so gemacht bei den Handpuppen, die vom Preissegment für mich unter 40 Euro lagen, habe ich mir dann wirklich dann nochmal Baumwollstoff drüber gemacht, damit ich auch wirklich länger was von der Handpuppe habe. Weil dieser Stoff, ich zeige es jetzt auch gerade einmal im Detail, ist einfach so, dass der halt flexibel ist und dass der auch mit der Zeit sich weiten kann und auch dadurch dann schneller natürlich abnutzt. Möchtest du noch mehr zum Thema Klappmaul wissen, empfehle ich dir mein Video über das Klappmaul und seine unterschiedlichen Formen und Bespielbarkeiten. Mein großer Tipp einfach zum Schluss, schau dir wirklich die Handpuppen an, wenn sie dich gleich anspricht. Versuch für dich einfach eine Möglichkeit zu finden, wie du sie bespielen kannst, wie du sie eventuell erweitern kannst, ob du das Innenmaterial nochmal verbesserst, dadurch, dass du nochmal was drauf klebst oder was drauf nähst. Weil ganz oft macht das einfach sehr viel aus. Eine Puppe, die dich anspricht, wo du vielleicht schon eine Stimme zu hast, wo du schon einen Charakter zu hast, das ist einfach, finde ich, der mit wichtigste Kaufgrund für eine Handpuppe. Klar, immer noch abzuwägen, die einzelnen Punkte, die ich mit dir gerade durchgegangen bin, ist natürlich extrem wichtig, damit du wirklich auch lange was von der Handpuppe hast. Ich hoffe, dir hat dieses Video ein wenig weitergeholfen. Wenn du magst, lass doch einen Kommentar da. Vielleicht habe ich ja sogar einen Punkt vergessen oder einen Punkt, den du gerne ergänzen möchtest zu meinen Tipps. Würde mich sehr freuen, wenn du natürlich auch in meinem Handpuppenforum vorbeischaust. Der Link dazu befindet sich unter diesem Video. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss, alles Gute, dein Hannes.